Nun wollen wir heute Morgen zum Thema in Gott geborgen leben das zweite Kapitel im Kolosserbrief aufschlagen. Und ich lese durch bis zu Kapitel 3, Vers 17. Kolosser, Kapitel 2 von Vers 1 ab und dann durchgehen bis Kapitel 3, Vers 17. Wenn wir das Wort Gottes lesen, bitte denke ganz scharf mit. Das Wort Gottes ist nicht ein Buch, wo Frommes drin steht, bitte ja nicht, sondern wo Gottes Willen geoffenbart ist. Und diesen Willen muss ich wissen. Und da muss ich meine Gedanken dazu gebrauchen. Ich muss sie konzentrieren darauf, weil ich muss ja verstehen, was Gott sagt. Und da habe ich gemerkt in unserer Generation, das kommt durch den Wohlstand, dass wir eine Generation geworden sind, ich eingeschlossen, das habe ich bei mir genauso bemerkt, die oft nicht mehr klar denken kann. Und das ist sehr gefährlich. Wenn wir nicht mehr klar denken können, dann können die Einflüsse der Finsternis, der Irrlehren Platz finden in unseren Herzen. Und das ist sehr schade. Das soll nicht sein. Auch die ganze Charismatik und alles, was an Unnüchternem heute da ist, geht auf das zurück. Die Menschen lesen ihre Bibel nicht mehr mit klarstem Menschenverstand, geleitet durch den Heiligen Geist, sondern sie geben sich ihren Vorstellungen hin. Und das ist ein großer Schaden. Deshalb bitte, auch wenn wir jetzt den Text lesen, auch wenn vielleicht manches im Moment noch nicht so klar verständlich ist, aber versuche es zu verstehen, denn der Herr ist treu. Er öffnet uns das Verständnis seines Wortes durch seinen Geist. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben. Auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allem Reichtum des Gewissenverständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes des Vaters und Christi. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vers 4. Ich sage aber davon, auf dass euch niemand betrüge mit vernünftigen Reden. Denn ob ich wohl nach dem Fleisch nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid in demselben reichlich dankbar. Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten, in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi. Indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch und hat uns geschenkt alle Sünden. Und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Neuer Abschnitt. So lasset uns niemand euch Gewissen machen über Speise oder Trank oder über bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, welches ist der Schatten von dem, das zukünftig war. Aber der Körper selbst ist
in Christo. Lasset euch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon noch nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christo, den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn wiederfangen mit Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was sich doch alles unter den Händen verzehrt. Es sind der Menschengebote und Lehren. Welche haben einen Schein der Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit und Demut und dadurch, dass sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht seine Ehre tun, zu seinem Notdurft. Neuer Abschnitt. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn, jetzt gut aufgepasst, ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Und jetzt wieder ein neuer Abschnitt. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei, um welcher Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchen auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr darin lebtet. Nun aber leget alles ab von euch, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, lüget nicht untereinander, ziehe den alten Menschen mit seinen Werken aus. Und ziehe den Neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und vertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe, und seid dankbar. Lasse das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen. Psalm 139. Und Lobgesängen. Lied 280. Und geistlichen, lieblichen Liedern und singet dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu. Und danket Gott und dem Vater durch ihn. Ach Herr, es ist unser dringliches Anliegen, dass du uns tüchtig hineintauchst in diese Botschaft deines Wortes. Denn wir wollen wirklich dieses Leben, von dem du hier sprichst, und du hast es uns ja gegeben in Jesus. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und diese Botschaft, die du uns hier in Kolosser 2 und 3 sagst, Herr, in die wollen wir tüchtig hineingetaucht werden. Durchflute damit unseren Geist, die Seele, das Herz, ja den ganzen Leib. Lass uns ein richtiges Wasserbad nehmen in deinem Wort, dass wir heute Morgen verstehen, begreifen, was du uns in Jesus geschenkt hast. Sodass, wenn wir am Ende dieser Tage nach Hause gehen, in ganzer Gewissheit des Heils, des neuen und ewigen Lebens, des Erbes, das auf uns wartet, zurückkehren
und keines auch nicht mit einem Hauch des Zweifels von diesem Ort geht. Denn Herr, wenn du uns eine ganze Bibel geschenkt hast, dann müssen wir uns beugen, wenn sie an uns noch nicht das ausgerichtet hat, zu dem sie gegeben ist. Darum wirke auch jetzt. Gib uns Nachhilfeunterricht. Erfülle diese wenigen Tage mit deiner Gegenwart durch dein Wort und erkläre, decke auf, führ von Klarheit zu Klarheit, damit wir essen und trinken können und genug haben, ja überströmend, um auch anderen reichlich auszuteilen von dem, was du uns gegeben hast. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Es würde mich ja interessieren, was gestern Abend noch in euren Herzen alles vorgegangen ist, nachdem wir diesen Psalm 139 durchgenommen haben. Und ich hätte natürlich gerne, bitte nicht um irgendeinen Neugierde willen, überhaupt nicht, aber gerne dennoch gewusst, was hat der Geist Gottes bewirken können durch das Lesen und Hören auf die Botschaft von Psalm 139. Und ich möchte einfach dem Herrn vertrauen, dass es aus dem einen und anderen Herzen gekommen ist. Herr, dieses Leben, von dem wir gehört haben in Psalm 139, das lass mich in Christus Jesus leben. Dass so wie David im hellsten Lichte Gottes stand und gelebt hat, so möchte ich auch leben. Darum erforsche alles kreuz und quer durch mein Leben hindurch. Dir habe ich mich hingegeben. Du allein sollst Verfügungsgewalt haben, sonst nichts und niemand, kein Mensch, keine Sünde und erst recht kein Teufel. Denn, liebe Geschwister, wie ich es schon sagte, wir bedürfen als eine Generation im Wohlstand, wir bedürfen des Wortes Gottes, weil das Wort Gottes ist in unserem Land in den vergangenen Jahrzehnten mit Füßen zertreten worden. Und darum haben wir einen so großen Nachholbedarf. Und dadurch, dass das Wort Gottes nicht mehr der Fels war, auf dem die Menschen stehen konnten, weil es ihnen weggenommen wurde durch die falschen Lehren, durch die Irrlehren, die hin und her in den Kirchen und Gemeinschaften verbreitet wurden, dadurch konnte dann die Finsternis ihren Samen säen. Und das Ergebnis haben wir heute. Und so möge Gott durch sein Wort, das ja so klar ist, möge er uns fortwährend zu einem Verständnis verhelfen, das in völliger Übereinstimmung mit ihm selber ist, ohne irgendwelchen falschen Einfluss von außen. Nun, was die Gemeinde zu Kolosse anbelangt, sind wir jetzt in diesem Kapitel 2 und 3 direkt ins Zentrum des Problems mit hineingenommen worden. Und das, was uns hier geschildert wird, Geschwister, hat sich in hundertfacher und sicher tausendfacher oder zehntausendfacher Weise durch die Jahrhunderte der Geschichte der Gemeinde Jesu auf dieser Erde wiederholt. Denn Paulus und seine engsten Mitarbeiter haben ja das Wort Gottes in ganzer Klarheit verkündigt. Und Paulus hat minutiös darüber gewacht, genauestens darüber gewacht, dass das Wort Gottes so verkündigt wird, wie es ihm als dem Apostel Jesu Christi gegeben war. Und deshalb baute Paulus nicht auf fremden Grund, sondern er wollte nur dort weiterbauen, wo der Grund gesund war. Weil es kommt immer darauf an, wie bist du am Anfang gelehrt worden. Hast du das Fundament, das in Übereinstimmung mit dem Wort ist, das heißt das Wort selber? Oder ist da ein Frömmigkeitsgrund? Ja? Das gibt es auch. Viele Gemeinden Land auf Land ab bestehen aus einer christlichen Tradition. Und die pflegen sie, aber es ist immer die Frage, ist die Tradition in Übereinstimmung mit dem Wort? Da muss man prüfen. Da muss man gut hinhören. Und ich wünschte mir heute, auch für unsere Gemeinde in Speichingen oder wo es ist, dass die verantwortlichen Brüder so reifen, dass wenn es Probleme und Fragen gibt über das oder jenes,
dass sie nicht diskutieren Tag und Nacht darüber. Schon auch reden, das braucht's. Aber dass sie lernen, miteinander vor dem Thron zu stehen. Und da, wenn ich es recht beobachte durch meine Besuche hin und her in den Gemeinden, da fehlt es. Dass man miteinander in die Gegenwart Gottes geht und eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden verharrt vor seinem Thron. Herr, du weißt, das sind Probleme, das sind Fragen da. Herr, was ist deine Antwort? Wir haben dein Wort, aber wir möchten hören, was du uns hier zu sagen hast und es dann auch so tun. Und das setzt natürlich voraus, dass ich bereit bin. Dass ich bereit bin, meine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Sagen, Herr, nicht meine Lieblingsgedanken, nicht das, was ich für gut halte, muss dran sein, sondern was du sagst. Und so, was die Gemeinde zu Kolosse anbelangt, sind wir mit hineingenommen worden, nämlich, dass der Leiter der Gemeinde nach Rom gegangen ist zu Paulus, weil da sind Prediger gekommen in die Gemeinde hinein, die haben gesagt, ja, das, was ihr habt an Glauben an Jesus Christus, ist schon recht, aber ihr braucht noch mehr. Ihr braucht auch noch, dass ihr die Neumonde, also Teile des alttestamentlichen Gesetzes, beachtet und gewisse Speisevorschriften, nicht wahr? Und wenn ihr das alles macht, dann werdet ihr erleben, werdet ihr ein wunderbares Frömmigkeitsleben ernten. Und das war natürlich für diese jungen Christen zu Kolosse eine enorme Verführung. Denn bitte überleg mal, was geschieht, wenn das Wort Gottes irgendwo verkündigt wird und es wird zum ersten Mal verkündigt, ist es oft so, dass die Herzen weit aufgehen. Und das nennen wir dann Erweckung. Weil die Menschen merken, wenn die Wahrheit des Evangeliums verkündigt wird, das ist die Wahrheit. Das erkennen sie. Weil die Religionen können die Menschen nie befriedigen. Schaut sie doch alle an. Befriedigung, das heißt Frieden mit Gott, Vergebung der Sünde, ist allein in Jesus Christus und im Evangelium des Neuen Testamentes geschenkt. Sonst nirgends. Jetzt, wenn dieses Evangelium verkündigt wird, dann brechen die Herzen auf. Ach, Herr, das ist, was wir brauchen. Und dann bekehren sie sich. Und das ist wunderbar. Wer möchte nicht schon in einer Erweckung dabei sein? Wer möchte sich nicht mitfreuen, wenn Menschen unter ihren Sünden zusammenbrechen und feststellen, der Herr ist gekommen, um mir meine Sünde zu vergeben? Oh, das ist so schön. Das ist so schön, das zu erleben. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt muss die so wichtige Fortsetzung kommen. Und viele Menschen, die nur auf dem Niveau der Erweckung bleiben, sind in Gefahr, bald Schiffbruch zu erleiden. Weil es geht nicht weiter. Und so war es damals der Fall. Es sind solche Prediger gekommen und haben Frömmigkeitsvorschriften gebracht. Und jetzt bitte, versetz dich einmal in die Lage der Gemeinde zu Kolosse. Jetzt kommen die und sie treffen erweckte Herzen an. Und da hat es natürlich so und so viele unter ihnen, die sagen, ja, ich habe Vergebung der Sünden, aber ich merke, oh, das sind noch Hänge zur Sünde, ein Hang zur Sünde. Was mache ich jetzt? Und wenn das ein Mensch feststellt, nachdem er Vergebung seiner Sünden hat und Jesus angenommen und merkt nun, oh, das sind ja noch meine schlechten Erbeigenschaften. Da ist noch der Hang zur Lüge. Und da habe ich was falsch gemacht und dort auch. Und jetzt kommen diese Prediger von außen und bringen eine Frömmigkeitslehre. Was ist das Ergebnis? Fallen ihnen alle zu. Weil sie sagen, ja natürlich, das war schon recht, was der Epaphras uns gepredigt hat, aber das befriedigt uns noch nicht ganz. Und das ist das Einfallstor der Irrlehre. Bis zum heutigen Tag. Und deshalb werden, oh, Tausende, Millionen von Menschen verführt.
Gerade aus diesem Grund. Und deshalb bitte pass auf. Wenn du ein erwecktes Herz hast, ist wunderbar. Und sorge dafür, dass das Feuer in dir brennt, aber bitte das richtige Feuer. Nicht Begeisterung, nicht irgendeine fremde Lehre, sondern jetzt ist es wichtig, und das war hier die Botschaft, die der Heilige Geist durch Paulus der Gemeinde zu Kolosse hat zukommen lassen. Bleibt bei dem, was ihr am Anfang gehört habt. Habt ihr das herausgehört, ja? Lasst euch nicht beeinflussen von irgendwelchen Angeboten, die da kommen, wo ihr scheinbar noch heiliger werdet, aber auf eine falsche Weise. Und darum, gesegnete Mensch, Bruder, Schwester, der sich an Jesus und seinem Wort genügen lässt. Gesegnet der. Und alles, was nicht auf dem Fundament Jesus und seinem Wort steht, Geschwister, ist nicht echt. Das kann schön klingen. Das können Anbetungsversammlungen sein. Und ich weiß nicht, was alles, was nicht auf dem Fundament Jesu, 1. Korinther 3, Vers 11, und seines Wortes steht, ist nicht echt. Und da haben wir heute einen wichtigen Auftrag durch die Gnade Gottes, dass wir das den Menschen immer wieder sagen. Weil, wie vorhin schon erklärt, sind wir im Wohlstand herangewachsen. Wir haben immer viel zu essen und zu trinken gehabt. Und das Wort Gottes war den Menschen unter den Füßen weggezogen. Und jetzt war das Tor weit offen für alle Irrlehren. Das ist das Verhängnis. Jetzt spüren wir, und jetzt wollen wir versuchen, den Versen entlang zu gehen, jetzt spüren wir, wenn Paulus schreibt, ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, da merken wir, der Apostel Paulus hatte einen großen Kampf, weil er spürte und hörte natürlich von den Berichten aus den Gemeinden, wie es steht. Und Geschwister, es ist ja schon unheimlich, wenn wir daran denken, aber es ist so. Paulus war ja aus all der Gesetzesfrömmigkeit gekommen. Er konnte ja sagen, nach dem Gesetz unfehlbar gewesen. Und gerade dieses Instrument hat sich Gott geholt, um jetzt das wahre, reine Evangelium zu predigen, weil Paulus hatte eine durch und durch echte Bekehrung erlebt. Nicht wahr? Wie waren diese 3 Tage in Damaskus für ihn ein Zusammenbruch seines ganzen Lebens? Paulus wusste mit Sicherheit am Anfang nicht mehr, was oben und unten ist. So ist er zusammengebrochen. Aber Gott hat sich in ihm ein auserwähltes Werkzeug geschaffen, um jetzt ihm die Wahrheit des Wortes Gottes durch das Evangelium zu schenken. Und darum hatte er jetzt einen erbitterten Kampf, denn es war für ihn natürlich etwas, oh, das kann ich so nachfühlen, das war für sein Herz schrecklich zu sehen. Mir ist durch Gottes Gnade, nicht weil Paulus was Besonderes wäre von Natur aus, sondern durch Gottes Gnade ist mir die Klarheit des Evangeliums gegeben. Der schmale Weg, der zum himmlischen Jerusalem führt. Und nun brechen Judaisten, die er natürlich kannte, das heißt ihre Lehre, die brechen in die Gemeinden ein und versuchen sie wieder zurückzuführen zur Gesetzesfrömmigkeit oder zu irgendwelchen Frömmigkeitsvorschriften. Es war für ihn furchtbar. Oh, da möchte ich Paulus gesehen haben im Gefängnis in Rom, wie oft er auf seinen Knien lag und geweint hat um die Gemeinden und gerungen um die Gemeinden. Hat gesagt, Herr, erlaube es dem Teufel nicht, durch diese Irrlehrer das, was du schön gemacht hast, zu verderben. Und nun wollen wir weitergehen, Vers 2. Auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe
und zu allem Reichtum des Gewissenverständnisses zu erkennen das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi. Also was war ihm das Allerwichtigste? Und das wollen wir uns auch heute Morgen vergegenwärtigen, und zwar aufgrund des Wortes. Dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe. Was passiert denn bei all diesen Frömmigkeitsvorschriften? Die Herzen werden hart. Geht mal in die Gesetzesgemeinden. Geschwister, wir hatten die letzten Tage wieder Gelegenheit, etwas daraus zu erfahren. Da hältst du die Luft an. Da kommen sie sich vor als die Frömmsten, aber sie sind furchtbar. Und wehe, du sagst es was, sie wissen alles besser. Und das ist ganz schrecklich. Das ist ganz furchtbar, wenn es so zugeht. Weil auf diesem Boden kann nicht das reine Evangelium mit der Herrlichkeitsbotschaft Gottes in Jesus Christus wachsen. Es geht nicht, Geschwister. Es geht nicht. Hier wächst nichts Vernünftiges. Und mir tun nur all die Menschen, die in dieser Gesetzlichkeit zu Hause sind, mir tun sie alle leid. Weißt du warum? Weil ich weiß, da kommt der Tag, da werden sie vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen. Und weißt du, was dann passiert? Die, die hier auf Erden mit solch einer selbsterwählten Frömmigkeit vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen, die erwarten großen Lohn. Und sie werden enttäuscht. Sie werden sehr enttäuscht werden. Da sagen sie sich, ich habe es in meinem Leben mir was kosten lassen, nicht wahr? Ich habe das getan, ich habe das gehalten. Und der Heiland wird sagen, ich habe Lust an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Geschwister, wenn ich daran denke, da friert's mich. Da friert's mich. Denn das ist ein ungeheures Problem. Und wie schreibt Paulus, wenn er an das Ende seines Lebens denkt? Und bitte nehmt immer das Wort, immer die Bibel, nicht eigene Frömmigkeit. Da schreibt Paulus im Philipperbrief, was wir ja gut kennen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Warum? Der Herr ist nahe. Je mehr es auf das Wiederkommen Jesu zugeht, umso mehr muss die Barmherzigkeit Gottes, bitte nicht irgendwelche mitmenschlichen Gefühle, ist was ganz anderes. Barmherzigkeit Gottes und Mitmenschlichkeit ist nicht dasselbe. Aber diese echte Barmherzigkeit Gottes muss unsere Herzen erfüllen. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir hart. Und diese Härte taugt nicht fürs Reich Gottes. Deshalb verstehe bitte, schreibt Paulus jetzt, auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe, aber bitte in der göttlichen Liebe. Denn das ist die Liebe, die auch unsere Generation kaum kennt. Die kennt schon eine Liebe, aber das ist was anderes. Das ist Eros und das ist vielleicht Philae, aber die Liebe Gottes ist die Agape. Diese Liebe, die nichts für sich sucht, sondern nur für Gott und nur für den Nächsten. Und zu allem Reichtum des Gewissenverständnisses zu erkennen das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi. Hier wird uns etwas aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob du es herausgehört hast. Es wird uns gezeigt, der Apostel Paulus in seinem Amt hat darum gerungen, dass die Gemeinden zu einem gewissen Verständnis der Wahrheit kommen. Dass sie sagen können, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, auf was ich mein Fundament gelegt habe. Das heißt, auf welches Fundament ich gebaut habe, das weiß ich. Um diese Gewissheit, das ist nicht Selbstsicherheit, sondern das ist die Gewissheit, die der Heilige Geist wirkt aufgrund des Wortes Gottes, dass sie darin stehen, unbeweglich. Und wenn da 1000 kommen und wenn 10.000 kommen,
Sie stehen da, wie in Psalm 91. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Warum? Du hast auf dem Fundament Jesus und sein Wort gebaut. Da können noch so viele umfallen, du stehst. Und du gehst hindurch durch alles, weil du hast das Ziel vor Augen. Geschwister, so soll es sein. Und solche braucht der Herr heute in einer sterbenden Welt und in einer verstrickten, in Sünde und Verführung und Irrlehre verstrickte Christenheit. Aber bitte noch einmal, das hat nichts mit Selbstsicherheit zu tun. Wir müssen da immer wieder, wenn wir das so erklären, darauf hinweisen, dass es ja nicht irgendwo in eine falsche Kammer des Herzens fällt. Und dann das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi. Warum schreibt der Apostel Paulus hier von einem Geheimnis? Das Geheimnis ist doch im Grunde gelüftet. Wenn ein Geheimnis am Licht ist, ist es ja im Grunde kein Geheimnis mehr. Ja, es ist wahr. Jesus kam in diese Welt und wir durften in ihm den Vater sehen. Ich und der Vater sind eins. Johannes Kapitel 14. Und es ist wunderbar, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir das Zeugnis Gottes in den Briefen lesen und in den prophetischen Büchern. Wunderbar. Aber dennoch, obwohl das Geheimnis gelüftet ist, versucht der Feind beständig, diese Klarheit zu vernebeln. Beständig. Damit, wenn ein Kind Gottes sich bekehrt hat, dass es ja so schnell wie möglich in irgendwelche Speziallehren verwickelt wird. Dann weiß nämlich der Teufel so, jetzt gehört die Frucht nicht mehr Gott. Und darum geht es ihm. Nur was auf dem Fundament steht und hier aufgebaut wird, ist gesund, alles andere nicht. Und darum nennt er es hier wieder ein Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi, weil es eben für viele zwar der Anfang klar war, aber jetzt die Fortsetzung vernebelt ist. Darum sorge immer dafür, dass dein Geist, was das Wort Gottes anbelangt, klar ist. Einfältig. Und es kann nicht einfältig genug sein, nicht kindisch, aber kindlich das Verhältnis zu ihm. Und ich möchte auch da heute Morgen es nicht versäumen, davon zu sprechen, bitte, wenn du in der stillen Zeit bist vor dem Herrn, auch gerade mit Psalm 139, wie wir ihn gestern Abend gehört haben, bitte geh ihn betend für dich persönlich durch. Rede über dem Geschriebenen mit ihm, denn es ist ja Geist. Gott redet ja durch diese Worte. Er will eine Antwort haben. Und wenn wir so die Bibel lesen, Geschwister, auch in diesen Tagen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst gesegnet aus Haus Felsengrund nach Hause gehen. Weil du hast die Zeit genützt. Und ich bin so dankbar, Wiederholung zu gestern Abend, dass so viele gekommen sind, obwohl November kein Ferienmonat ist. Aber daran darf ich erkennen, es gibt noch Menschen, die fragen nicht, ist da schönes Wetter und so weiter, sondern sie wollen geistlich vorwärts kommen und reifen für den Tag Jesu Christi. Und dazu sind Novembertage sehr geeignet, weil dann werden wir konzentriert auf das, was wichtig ist. Und verlieren uns nicht in tausenderlei Dingen, die die Welt anbietet. Und jetzt noch eine Ergänzung, gerade zu dem, dass es heißt, das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi. Wir sagten, im Grunde ist es kein Geheimnis. Jesus ist ja gekommen. Jeder konnte ihn anschauen und die Evangelien verkündigen uns klipp und klar, wer Jesus ist. Und die Briefe ergänzen es für uns Heiden. Aber unter dem Einfluss der Welt wird diese Klarheit immer vernebelt. Man soll dennoch nicht so klar sehen. Und darum ist vieles für Gläubige noch ein Geheimnis geblieben. Natürlich auch von Ewigkeit her war es ein Geheimnis. Und da ist es nun wichtig, dass wir beten wie Paulus in Epheser Kapitel 1. Wie betet er für die, die schon mehrmals gekommen sind zu den Bibelwochen? Sie wissen es bereits, denn wir haben den Epheserbrief, ich meine im vergangenen Jahr, durchgenommen.
Wie betet dort Paulus im ersten Kapitel? Oh, Geschwister, ist das nicht enorm? Genau der Vers, ganz genau. Oh, wie bin ich Gott dankbar. Da betet Paulus, und jetzt pass gut auf, er betet für eine Gemeinde, nicht für die Welt. Er betet für eine Gemeinde und sagt, lieber Gott, gib den Gläubigen in Ephesus und in all den Gemeinden, die dazugehörten, gib ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um was zu erkennen? Gott. Jetzt kann jemand sagen, ja, wie sollen wir denn das verstehen? Die sind doch längst gläubig an Gott. Wie kann er denn beten, dass die den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen, um Gott zu erkennen? Ja, wie soll das denn zugehen? Oh, Geschwister, sehr einfach, wie ich es eben erklärt habe. Das sind Neubekehrte, Erweckte. Und nun versucht die Finsternis sofort, den Vorhang runterzulassen, dass sie alle auf dem Niveau der Bekehrung bleiben. Und dann kann der Feind tüchtig dazwischen sehen. Weil sie haben noch nicht aufs Fundament wirklich gebaut. Sie sind noch nicht verwurzelt mit dem Fundament. Und da geschieht der Einfluss der Finsternis. Wir kennen ja das Gleichnis in Matthäus 13, wo der Herr Jesus davon spricht, der Sämann geht aus und sät seinen Samen, nicht wahr? Und dann kommt der Feind über Nacht und sät sein Unkraut dazwischen. Das ist es. Und nun bitte, wir gehen immer dem Text entlang und Gott gebe uns Gnade, dass wir immer am Text bleiben. Bin so dankbar, ich darf das ergänzend dazwischen sagen. Oh ja, und dann ist die Zeit schon gleich abgelaufen. Ich habe kürzlich gelesen ein kurzes Zeugnis von Bakt Singh. Bakt Singh ist heimgegangen mit 97 Jahren. Er war ein Mann Gottes in Indien. Und durch seine Arbeit nach dem Schriftstück, nach dem kurzen Zeugnis, das ich bei mir habe, sind durch seine Arbeit in Indien 10.000 Gemeinden entstanden. Und wisst ihr, wie seine Art war, um das Wort Gottes zu verkündigen? Dem Worte Gottes entlang zu gehen. So hat er verkündigt. Und so gesegnet war sein Dienst. Zurück, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Wir wollen jetzt wieder versuchen, das klar zu erfassen heute Morgen. Also in was liegt verborgen alle Weisheit und alle Erkenntnis, auch die der Frömmigkeit? In was? Jesus. In Jesus. Nicht in gewissen Frömmigkeitsvorschriften. Können wir das heute Morgen fassen? Ist mir ganz wichtig, Geschwister. Weil erst wenn wir das erfasst haben, wirklich, wird es uns auch zum Gewinn und es ist nachher anzuwenden. Wir wissen nachher damit umzugehen. Wenn wir das nicht erfasst haben, dann geht das uns vorbei. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Aber wenn wir es begriffen haben, oh, dann ist es uns eine Quelle des lebendigen, kristallklaren Wassers. Und das ist es, was wir brauchen. Also ich will versuchen, es ganz einfach zu übersetzen. Hast du in deinem Leben, im praktischen oder im geistlichen Leben, irgendeine Not? Geh zu ihm. Tu alles über Christus, nicht über dich selbst, nicht über irgendwelche Methoden, sondern über ihn. Es muss alles über den Thron gehen. Und das, soweit ich es beurteilen kann, ist es, was heute die Gemeinden Land auf, Land ab, nicht mehr haben. Bitte, es gibt Ausnahmen, von denen rede ich jetzt nicht. Gottlob gibt es Ausnahmen. Aber im Allgemeinen, das ist heute nicht mehr dran. Man hat sich verloren in Action, in viel Bewegung, nicht wahr? Es muss was passieren und Unternehmungen und Reisen und Ausflüge und alles Mögliche ist dran. Es gibt ganze Programme der Gemeinden mit Bildern, mit Fotografien. Da ist Grafik drin und
Ach, für was haben die Leute in den Gemeinden heute nicht alles Zeit? Und am wichtigsten geht man vorbei. Und bitte betrachte dein Leben und alles, was du tust, immer vom Ziel her. Immer vom Ziel. Wird das, was du jetzt tust, einmal verbrennen wie Heu und Stoppeln und Stroh? Wird das mal verbrennen? Oh, dann tust du mir leid. Ich möchte so gerne, dass du viel Lohn bekommst. Aber viel ist in der Aktivität der Gläubigen heute wie Heu, Holz, Stoppeln, Stroh, wird alles verbrennen. Das heißt, wenn du vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi stehst, wo du Lohn bekommst für die Ewigkeit, dann hat das alles keinen Wert. Nur was über den Thron, über Jesus, die Fülle der Weisheit und über sein Wort gegangen ist, nur das hat Ewigkeitswert. Alles andere nicht. Und da können wir uns prüfen, in was besteht unsere Nachfolge? Nur in Übung von irgendwelchen geistlichen oder frommen Dingen? Oder besteht es in Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort und wir tun's über den Thron? Dass es Christus tut. Und dazu möge uns der Herr Gnade geben, dass wir so leben. Und dass wir das auch so praktizieren, dann ist es zur Ehre Gottes. Und dann, wenn wir am Ziel sind, werden wir uns freuen, mit großer Freude, und werden sagen, Herr, nicht ich hab's gemacht. Nein, nein, du hast's gemacht. Amen.